Was ist eigentlich ein Bibliotheksmanagementsystem? Ein Bibliotheksmanagementsystem ist eine Software zur Verwaltung aller Geschäftsgänge in einer Bibliothek. Es besteht aus verschiedenen Modulen, die die Vorgänge in den einzelnen Abteilungen abbilden, wie Ausleihe, Erwerbung oder Katalogisierung. Alle Abläufe werden also in diesem System erfasst und verarbeitet und sind somit miteinander verknüpft. Sich wiederholende Aufgaben werden durch Prozesse automatisiert und dadurch kann dann eben Zeit erspart werden und auch Fehler minimiert bzw. verhindert. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern sind die heutigen Systeme in der Lage, jegliche Medienform, also egal ob digital oder print, gleichermaßen gut darzustellen. Die Daten werden in diesem System durch eine Schnittstelle dann mit dem Discovery der Bibliothek verbunden, sodass die Nutzenden darüber auf den vorhandenen Bestand und auch auf ihr Bibliothekskonto zugreifen können. Außerdem ist es auch möglich, über weitere Schnittstellen noch zusätzliche Drittsysteme anzubinden. Ein Bibliotheksmanagementsystem ist also das Herzstück einer Bibliothek, über das alles miteinander verbunden ist. 2023 ist ZBMed gemeinsam mit 41 anderen wissenschaftlichen Bibliotheken aus Nordrhein-Westfalen auf das cloudbasierte Bibliotheksmanagementsystem Alma umgestiegen und arbeitet somit mit einem der modernsten Programme nach den neuesten Standards.